Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem weiteren Part Metroid Prime. Ja, 100% Hypermodus. Es ist Primetime, Leute. Wir gehen jetzt in dieses Portal, was wir erstellt haben, indem wir Ridley besiegt haben, also beziehungsweise Meta Ridley. Guck mal, wie episch das aussieht. Und wir haben hier ein Portal erstellt, womit wir jetzt quasi nach unten kommen. Einschlagskrater. Holy shit, Leute. Wer hätte das gedacht? Guckt mal, wo wir sind. Sieht das nicht episch aus? Sieht aus, wie als ob das so ein Nest ist von Ridley oder so, ne? Hier kann man im Übrigen, wie ihr sehen könnt, speichern. Ich glaube, das sollten wir auch mal tun. Einfach aus dem Prinzip her. Ja. Gut. Der Spielstand wurde abgespeichert. Energievorrat vollständig wiederhergestellt. Das feiere ich doch mal. Oder beziehungsweise das lobe ich mir. Okay, seid ihr bereit für das Grauen, was auf uns wartet? Alter, ich bin immer noch so ein bisschen geschockt, beziehungsweise starr gefroren irgendwie. Oh, guck mal, wie schön das ist. Ah, da neue Gegner, glaube ich. Typus Lumigek. Reptil mit starken Anreichungen von Parson. Dieser Ureinwohner von Talon 4 sammelt sich in Schwärmen, um seine Überlebensfähigkeit zu steigern. Da er Parson-Strahlung dauerhaft und in hohem Maße aufnimmt, ist er selbst zu einer strahlenden Quelle geworden. Daher stellen die Schwärme eine große Gefahr dar. Ja, die können wahrscheinlich viel Schaden machen. Ich möchte jetzt mal kurz gucken. Okay, die Prozente haben sich nicht erhöht. Was für ein Jammer aber auch. Okay, dann bin ich echt der Meinung, dass wir jetzt erstmal gucken, dass wir hier rüberkommen. Weil, ja, das Problem ist halt, wir können relativ, ja, doch einiges an Schaden noch erleiden. Und darauf sollten wir Acht geben, beziehungsweise aufpassen. Okay, ja. Dieser Raum, den finde ich ziemlich episch, ohne Witz. Guckt euch das mal an. Ist der nicht fein? Das Problem ist, bei diesen Viechern, ihr kennt sie, wir sollten auf jeden Fall eine Powerbombe benutzen. Ihr habt gerade gesehen, wir hatten 8 Stück, bedeutet, wir haben davon auch alle. Aber wie gesagt, es wurde ja auch schon angezeigt, dass wir 100% erreicht haben. Ich finde das auch cool von den Entwicklern, dass sie das gemacht haben. Wisst ihr, woran mich dieser Ort hier erinnert? An Zähne irgendwie. Als ob man in so einem Monstrum drin ist, weil da sind so Zähne. Seht ihr das? Also ohne Witz, ne? Das sieht doch so danach aus. Hatten wir den schon mal gescannt? Typus Spalt-Metroid. Metroid, der sich in zwei Organismen teilen kann. Der Spalt-Metroid ist infolge einer Mutation in der Lage, sich zwei zu teilen. Die daraus resultierenden Organismen sind gegenüber den meisten Waffen unempfindlich. Allerdings verbleibt eine Schwäche gegenüber einer bestimmten Waffentechnik. Diese Empfindlichkeit ergibt sich aufgrund der unberechenbaren Mutationswirkung des Parsons rein zufällig. Ja, wie ihr sehen könnt, ist es schon ein bisschen assi hier, diese Stellen. Weil die ganzen Metroids, die gehen hier einen richtig auf die Nerven. Also, ja, ihr seht es schon. Und hier kriegen wir tatsächlich nochmal Schaden, weil das ist eine höhere Strahlung von Parson. Und die können wir, also die können selbst wir nicht mit unserem Parson-Suit nicht überleben. Heißt, es ätzt sogar diesen Anzug weg, ist schon krass. Und Alter, lass mich doch mal bloß in Ruhe. Ja, diese Wege sind schon ätzend, ich will diese Viecher auch nicht unbedingt töten, aber... Naja, uns bleibt eh nichts anderes übrig. Das Gute ist, wenn wir in diesen Raum hier gehen, den kann ich euch mal ganz kurz zeigen am Rande... Hier sind auch kleine Fische und so. Ich weiß gar nicht, konnte man die... Nee, konnte man nicht. Ich frage mich sowieso, warum hier so eine Art Aquarium ist. Wisst ihr, was ich meine? Hier haben wir nochmal so eine Missile-Depot. Depot oder... Ja, doch, Depot, ne? Sagt man. Ja, Raketenvorrat vollständig wiederhergestellt. Hatten wir sowieso schon vorher, aber einfach nur, um zu zeigen, dass man sich hier nochmal was gönnen kann. Wobei... Ja, man kann ja auch zum Raumschiff zurück. Ich finde es ein bisschen sinnlos, also... Ja, was heißt ein bisschen? Kann man machen, muss man nicht unbedingt. Wobei, wir haben ja nur den Missilvorrat aufgefrischt, ne? Ah. Mir wäre es am liebsten gewesen, wenn wir Powerbomben bekommen hätten. Weil Powerbomben sind wirklich eine Rarität, beziehungsweise die können wir besser gebrauchen. Und guck mal, wir haben schon ein bisschen Energie verloren. Ich hoffe nicht, dass das fatal sein wird, weil... Ja, hier kriegt man halt keine Heilung mehr, ne? Nur davor, also
Da, wo man speichern konnte, hat man die Energie nochmal vollständig geheilt bekommen. Und diesen Raum fand ich so episch, Leute. Keine Ahnung warum, ne? Aber so auch wie diese Schienen hier aussehen und so. Guckt euch das mal an. Ich finde das richtig episch irgendwie. Vielleicht mache ich das als Thumbnail. Ich muss mal gucken. Gott sei Dank kommen hier, wie es aussieht, keine Metroids. Das heißt, wir sind erstmal auf uns allein gestellt. Oh, okay. Wie es aussieht, geht's hier weiter. Komm schon. Ich fand diesen Raum wirklich ganz niedlich. Vor allem nochmal so mit dem Morphball nochmal so ein bisschen herumspielen gegen Ende. Und da, Leute, da ist er. Da ist er. Deswegen heißt das Spiel so. Leute, darf ich vorstellen? Das hier nennt man Metroid Prime. Aber den kann ich leider noch nicht scannen. Und zwar ab jetzt müsste es gehen. Willkommen, Metroid Prime. Typus Metroid Prime. Hochentwickelte, personenproduzierende Lebensform. Diese evolutionäre Fehlentwicklung, die als Metroid Prime bezeichnet wird, ist der Ursprung des Persons. Er verfügt über eine nahezu unerschöpfliche Kraft, doch eine genetische bedingte Schwäche macht ihn kurzzeitig anfällig gegenüber manchen Waffentechniken. Lediglich sein Kopf ist wirklich verwundbar. Anders gezielte Angriffe sind aussichtslos. Für die Offensive stehen Metroid Prime zahlreiche natürliche und mechanische Waffenarten zur Verfügung. Dazu gehören eine Temperierte Atemattacke. Achso, okay. Ja, Raketenformationen, Klammerstrahlen und Projektoren für Partikelwellen. Seine ungeheure Ausdauer und sein stacheliger Panzer machen ihn im Nahkampf zu einem tödlichen Gegner. Maximaler Waffeneinsatz wird empfohlen, wenn dieser Gegner bekämpft werden soll. So, Leute, hier müssen wir wirklich darauf achten, weil wie ihr sehen könnt, hat er es nämlich drauf. Und ihn wirklich zu verwunden ist manchmal schon eine kleine Herausforderung, weil er bewegt sich dementsprechend und dann prallen auch mal die Waffen ab. Und dass die erste Form jetzt relativ, ja, komplexer ist, hätte ich jetzt echt nicht gedacht, weil ihr seht es ja, wenn ihr diesen Strahl macht, vor allem die Farbe sagt schon aus, wie wir ihn treffen müssen. Ja, das war gut, dass wir ein bisschen zurückgegangen sind. Oh, das war knapp, Alter. Oder haben wir gerade auf ihn geschossen? So, das hier ist auch eine ganz gute Methode, ihn ein wenig Schaden, anzurichten. Nur, wann er jetzt quasi zu Boden geht dadurch, keine Ahnung. Boah, krass, wie viel haben wir jetzt davon verbraucht? Ich glaube, mit der Waffe ist es wirklich am blödesten, gegen ihn zu kämpfen. Weil ihr habt ja gesehen, wie viel wir gerade Minus gemacht haben. Das finde ich jetzt gerade selber nicht so toll. Aber okay, ja, jetzt macht er Eis, Leute. Aber Eis, da werde ich nicht die Special machen. Wobei, ich glaube, die trifft sogar ein bisschen besser. Ich muss mal gucken. Da seht ihr, wie mies es ist, mit der mit dem Eisbeam quasi zu treffen. Das ist schon abartig. Da freut man sich lieber, wenn er nochmal die Farbe wechselt. Das passiert nämlich ab und zu. Und wenn er diese Giftdinger macht, ne? Die sind einfach so nervig. Und wenn er einen mit diesem Eisstrahl trifft, dann werden wir kurz eingefroren. Und wir müssen uns befreien, indem wir springen. Das habt ihr ja schon mal gesehen. Wenn man getroffen wird von so einer Eissache. Alter, diese Giftsachen, ne? Komm schon. Ich will einfach nur nicht... Oder sollen wir es einfach verwenden? Ich weiß es nicht. Ja, perfekt, Leute. So und nicht anders will ich das sehen. Oh, das macht sogar relativ viel Schaden. Ich glaube, wir haben ihn einfach vorher sehr, sehr gut getroffen. Ihr seht schon, man muss ihm auch so ausweichen können. Oh, er macht jetzt wieder die normale. Okay, die normale Form. Wie du willst, umso besser. Okay. Ja, mit dem Plasma-Beam ist es eigentlich am besten, weil damit kann man, glaube ich, ganz gut treffen, soweit ich weiß. Und gleichzeitig... Oh. Boah, diese Dinger, Leute, ne? Die sind wirklich die Hölle. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt kaputt bekommen habe. Alter, komm schon, komm schon, komm schon. Geh kaputt. Alter, wie viel hältst du aus? Na toll, er hat mich natürlich getroffen. Alter, in der Zeit kann ich meinen Beam so lange nicht verwenden. Das habe ich ganz vergessen. Vollkommen sogar. Alter.
Ich hoffe nur, dass dieser Bosskampf wirklich ein bisschen einfacher sein wird als der mit Ridley. Also, ja, was heißt ich hoffe? Natürlich eigentlich nicht, ne? Weil sonst wäre es ja langweilig für den Part. Aber ich kann es natürlich auch verstehen, wenn ihr es unbedingt einfacher haben wollt, dass es schneller vorbei ist. Aber es muss ja spannend bleiben, ne? Darum sind wir ja hier, Alter. Ich weiß noch, wie viele Probleme ich damals bei dem hatte. Aber ich sag's euch, in Teil 2, der Bossgegner, der ist viel krasser. Der ist aber ultimativ krass, der in Teil 2. Ich sag's euch, das wird uns sehr viel Freude bereiten. Oh ja, er verzieht sich nochmal. Eine sehr gute Sache. Okay, bist du soweit, Kollege? Alter, da muss man gegendrücken, Leute. Man kann sich auch befreien, indem man mit dem Off-Ball dagegen ankämpft oder rollt oder ja, mit dem Speedball, ihr habt es ja gesehen. Jetzt können wir noch ein bisschen mit unserem Parson-Bean, Plasma-Bean. Alter, hat er mich nochmal getroffen oder warum habe ich so viel Schaden nochmal gekriegt? Ah ne, wir waren noch am Brennen, ne? Alter, jetzt macht er sogar diese Feuerdinger. Da bin ich aber gar kein Fan von. Ich glaube, mit den Eisdingern könnte man die schneller besiegen. Ich bin mir aber nicht so sicher. Alter, wie oft macht er das? Alter, wie viel Missile, wie viel Energy Tanks hat er mir schon abgezogen? Ah, Mann, ey. Jetzt müssen wir aber wirklich darauf aufpassen, weil mit ihm ist echt nicht gut Kirschen essen. Alter, warum treffe ich ihn nicht? Hallo? Seht ihr das? Hat er die Farbe gewechselt und ich kann ihn einfach... Ach so, ich wollte schon sagen. Ich habe ihn einfach nur blöd getroffen. Okay, los. Wechsel die Seite, Kollege. Jetzt muss ich mich beeilen, weil es könnte sein, wenn er jetzt... Okay. Es war so klar, dass er das nochmal bringen wird. Ich habe da echt keinen Nerv für. Komm schon. Ich glaube, man muss mit dem richtigen Beam diese Dinger kaputt machen. Ich glaube, mit dem, den er dann quasi verwendet. Ja, perfekt. Alter, er hat es nochmal gebracht. Diese Attacke. Oh, schnell. Oh, Gott sei Dank. Nein, komm, 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 komm. Das macht uns Schaden, wenn es in unsere Nähe kommt. Oh nein. Alter, das war aber knapp. Komm schon. Wir kriegen das schon hin. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Das Blöde ist halt, wir haben ein paar Missile-Container, Powerbomben verbraucht. Ich hoffe, dass es irgendwie reichen wird, dass wir es irgendwie hinbekommen. Okay, er wechselt nochmal die Seite. Ich frage mich, wie oft wir ihn treffen müssen. Oh nein. Muss das sein? Jetzt macht er wieder diese schwulen Kugeln, oder? Alter, wie oft machst du diese scheiß Attacke? Sonst macht er sie normalerweise, glaube ich, immer nur einmal. Zumindest auf einer einfachen Schwierigkeitsstufe. Wow. Ich glaube, selbst auf... Hat er das auch auf Expert so gemacht? Ich weiß es gar nicht mehr. Stimmt, hier heißt es ja nicht Expert, sondern Veteran. Warum auch immer. Alter, dieser Stromschlag, ne? Ah, ich krieg die Krätze, Leute. Ich krieg die Krätze, ich sag's euch. Holy shit. Wir haben's überlebt. Krass, können die überhaupt so weit nach vorne, also nach hinten kommen? Das frage ich mich jetzt gerade. Wo, wenn er uns trifft, kann ich ihn nicht anvisieren, ne? Das ist so nervig. Ja, perfekt. Ich habe so ein Gefühl. Ja, perfekt. Hinterher, Samus. Alter, noch eine. Okay. Das wusste ich gar nicht, dass es noch ein Dingens gab. Oder gibt es das nur auf der Stufe? Oh, holy shit, Alter. Lass es mal gut bleiben. Ja, ne, ist klar. Dreimal, ne? Wenn's... Ja, stimmt, weil wir auf der dritten Ebene sind, ne? Kann das sein? Ich glaube, ja. Ja, perfekt. Das finde ich immer am besten, wenn er der normale Beam ist, weil der macht am meisten Schaden und das geht am schnellsten. Weil damit kann man auch am besten agieren. Okay, ich dachte, der verarscht uns, weil das kann der auch ganz gut. Ja, perfekt. Komm schon. Schnell, bevor er seine Moves da auf uns irgendwie schießt. Ah, dieses Gift, ne? Das hört aber auch einfach nicht auf. Oh, wir haben ein bisschen Energie gefarmt. Ja, wie perfekt war das? Wir hatten so richtig Glück. Habt ihr gesehen? Er hat ein bisschen geswitcht.
Okay, komm, wechsel deine Seite. Wechsel deine Front, mein Freund. Ach nee, warum wirst du das? Okay, Leute, er will's nicht anders. Oh nein, diese schwulen Dinger, ne? Ich krieg da Hass. Oh nein, er hat seine Farbe gewechselt. Leute, ich muss jetzt erstmal gucken, dass ich klarkomme. Perfekt. Das war einfach nur perfekt, Leute. Ich bin zufrieden. Oh, holy shit, Alter. Wie oft denn noch? Komm schon. Mach ihn jetzt platt. Oh nein. Oh nein, oh nein. Alter, der verarscht uns jetzt öfter. Ich glaube, das macht er auf der schwierig. Was? Warum kann er Eis auf einmal einsetzen? Krass. Das kann er auch? Das wusste ich gar nicht, wenn er eine andere Form hat. Oder ist das ein Spielfehler? Sag mir, dass es ein Spielfehler war, Alter. Nein. Oh, egal. Komm schon. Nein. Diese Treffer sind so unnötig. Die müssen nicht sein. Los, ja. Komm schon. Hau richtig rein, Alter. Hau weg. Komm schon. Oh, Mann. Du willst mich aber auch irgendwie auf den Arm nehmen. Junge, was geht denn mit dir jetzt auf einmal? Ach so, weil das der letzte Treffer war, ne? Okay. Ja, er hat noch relativ viel Energie. Ah nein, das habe ich vollkommen verpeilt. Das wusste ich gar nicht. Machst du das jetzt öfter? Ich werde aufpassen müssen, Leute. Weil wenn er das jetzt öfter bringt, ne? Dann muss ich hier in der Mitte bleiben. Oh nein. Alter. Ja. Es war sowas von klar. Krass. Krasser Scheiß. Komm schon, mach ihn fertig. Komm schon. Ich spüre es. Komm schon. Mach ihn doch fertig, Alter. Junge. Komm schon, geh kaputt. Ja, so aber nicht. Komm schon. Komm, jawoll. Okay, Leute. Seid ihr bereit? Seid ihr bereit für das Finale? Wenn es das Finale überhaupt ist. Oh Mann, ich bin gespannt. Darf ich vorstellen, seine wahre Form. Und ja, Typus Metroid Prime, das Herz von Metroid Prime. Scans lassen vermuten, dass die Energiesignatur des Persons, wie sie in Metroid Prime vorkommt, gegenüber jeglicher herkömmlicher Waffentechnik unempfindlich ist. Lediglich eine Person-betriebene Armkanone könnte sie beschädigen. Metroid Prime sondert während seiner Attacken Person ab. Diese Lachen lassen sich nutzen, um das Person-Waffensystem des Anzugs zu regenerieren. Außerdem kann Metroid Prime selbst Metroids hervorbringen, die ihn im Kampf unterstützen. Während dieses Vorgangs ist er mit bloßem Auge nicht erkennbar. So, Leute. Seid ihr bereit? Ja, er kann auch diesen einen Move, wie es unser Freund Ridley konnte. Und ja. Es wird einfach wunderschön, ich sag's euch. Dieser Typ, der hat's einfach faustdick hinter den Ohren. Und meine Hände schwitzen, aber ich sag's euch. Frag nicht nach Sonnenschein. Moment. Ich muss kurz wirklich... Oh. So, okay. Jetzt müsste es eigentlich gehen. So. Das ist eine ganz coole Sache, dass er das kann, ne? Und dass er diese Lachen erschafft. Aber ich sag's euch jetzt schon mal im Voraus. Dieser Typ... Er kann auch. Genau. Das seht ihr jetzt leider nicht, ne? Aber unsere Waffe hat sich verwandelt und wir sind im Hyper-Modus. Habt ihr es gesehen? Richtig geil, oder? Okay, er ist immer noch unsichtbar. Wir müssen aufpassen. Vor allem, wenn er Metroids hervorruft, ist das schon ein bisschen kritisch. Guck mal, wie viel Energie er noch hat. Wir haben ihn relativ, ja, viel Schaden gemacht. Ich will gar nicht wissen, wie oft wir das machen müssen, um ihn irgendwie... großartig doch noch Schaden machen zu können. Ich meine, was anderes Großartiges konnte er nicht, außer das, was er jetzt da gerade irgendwie vollbringt. Ich muss jetzt noch... Habt ihr gesehen, wie die Waffe aussieht? Oh nein. Ich wusste es. Alter, was stellt sich direkt über uns?
Wie unfair bist du, Kollege? Ja, jetzt schluck mal die volle Kraft unseres Hypermodus. Okay, das sieht irgendwie episch aus, oder? Wenn er so aussieht, seid mal ehrlich. Richtig gruselig, vor allem, weil er sich so tarnen kann. Ich hatte damals richtig Schiss vor dem, Leute, glaubt mir. Alter. Er macht uns schon relativ viel Schaden, aber... Gucken wir mal. Okay, bis jetzt hat er noch keine Metroids irgendwie abgesondert. Wow, holy shit, er ist normal. Dann kann man ihn mit anderen Beams nicht sehen. Ja, jetzt seht ihr mal die volle Waffe, Leute. Komm schon, bevor er nochmal wieder seinen Move macht. Das ist halt das Problem, ne? Wir kriegen hier wahrscheinlich keine Energie, außer wir machen Metroids platt. Ja, und ob das wirklich passieren wird, ich glaube nicht. Komm schon. Ich will dir den Rest geben, Kollege, aber das dauert noch. Wir haben ihn gerade mal vielleicht ein Viertel abgezogen. Muss aber gestehen, dass es gar nicht mal so übel ist, ein Viertel abgezogen zu haben. Lobe ich mir. Ja, jetzt kommen schon die ersten Metroids, Leute. Ich sag's euch. Es war so klar. Es war so klar. Ihr, Junge, nimm das. Komm schon. Ja, Energie oder so habe ich, glaube ich, ne? Ja, perfekt. Ein bisschen kriegen wir dann doch. Wenn wir Glück haben, kriegen wir sogar noch ein paar Powerbomben. Ich hoffe, sie reichen. Also später wird es sonst ein bisschen zu extrem. Ich glaube, das könnte wirklich knapp werden. Oh, komm. Los. Der Part wird Überlänge bekommen. Da kann ich aber nichts dran ändern. Es ist einfach wegen dem Bosskampf. Und den werde ich jetzt nicht teilen oder... Ja, ihr wisst, was ich meine. In mehreren Parts. Das könnt ihr knicken. Kollege, da bist du ja. Volles Rohr, Alter. Das ist das Gute. Man muss nicht unbedingt gezwungenermaßen irgendwie... Oh, holy shit. Ihn anvisieren. Also, ja. Ihr wisst, was ich meine. Fokussieren. Man kann ihn normal anvisieren. So, jetzt habe ich doch die richtigen Worte dafür gefunden. Wir haben ihn fast die Hälfte abgezogen. Ich bin zufrieden bis jetzt. Bis jetzt können wir das noch halten, aber später rastet er sowas von aus, dann wird er wieder schnell. Dasselbe Schema kennen wir aus, ja, wie soll ich sagen. Jetzt kommen sogar unsere anderen Freunde, wie ihr sehen könnt. Ja! Nein! Wo bist du, Kollege? Da, ja! Sowas von. Wir haben, glaube ich, sogar eben wirklich eine Powerbombe bekommen. Ich bin stolz darauf, wow, dass wir welche bekommen haben. Alter, das war nicht gut. Ah, wir bekommen ein paar Missile. Ist zwar nicht schlecht, aber damit können wir jetzt gegen den Boss nichts anfangen, außer vielleicht bei ein paar Metroids. Ich könnte vielleicht den Ice Beam nutzen, aber naja. Er wird jetzt sonderlich viel nicht anrichten können. Am besten wäre wirklich gewesen, wenn wir noch volle Powerbomben gehabt hätten. Ich glaube, dann wäre das besser gewesen. Ich glaube, das wird wie beim Omega-Pirat, Leute. Also Pirat. Habe ich Pirat gesagt, ne? Pirat, Leute. Ja, ihr seht schon, ich fokussiere mich voll und ganz auf diesen Kampf hier. Komm schon. Ah, nein, Kollege. Ist nicht gut. Feier ich gar nicht. Ja, komm schon. Ja, volles Rohr, Alter. Kollege. Ja, wir haben eine Powerbombe nochmal gefarmt. Das ist richtig gut. Ich hoffe, das bleibt irgendwie so. Oh Mann, hör auf mit dieser Attacke, ich hasse die. Alter, wir haben nicht mehr so viel Energie, ne? Man könnte sagen, er hat uns schon über die Hälfte abgezogen. Ich glaube, das sieht sogar so danach aus, oder? Ah, ja. Das Problem ist halt immer, er bleibt immer über diesem einen Fleck, wo wir dann quasi den Hypermodus erreichen. Wenn er da nicht immer bleiben würde, Leute, ne? Dann wäre das Ganze gar nicht so, ja, problematisch. Alter, kannst du dich nicht verziehen, Kollege? Ja, perfekt. Er erwischt uns aber immer auch kurz. Ich glaube, dieser Angriff, den er aber auf uns gestartet hat, der war nur halb so wild. Wow. Ah, wir haben, glaube ich, nur Missile-Container bekommen. Munition, so. Container. Ja, ich lebe auch in einer Container-Welt. Ja, Kollege?
Es wird immer spannender. Ich glaube, noch dreimal oder so müssen wir das Ganze machen. Wenn überhaupt noch viermal. Ich weiß echt nicht, wie oft wir ihn noch treffen müssen. Wow. Man kann hier auch irgendwo an der Wand, glaube ich, hängen bleiben. Man darf nicht zu sehr an die Wand gehen, weil jetzt habt ihr wirklich die Arschkarte. Ja, Leute, normal. Normaler Zustand. Und da war noch eine Powerbombe. Das wird richtig gut. Ich spür's. Komm schon. Ja, und noch ein bisschen Energie. Sowas will ich sehen, Baby. Alter, der Part wird so lang, ne? Aber die Kämpfe sind so episch. Ich bin so froh, dass wir alles 100% vorher gesammelt haben. Oh ja, komm. Komm schon, Kollege. Metroid Prime. So lange habe ich auf dich gewartet. Und jetzt sind wir hier. Und liefern uns ein heißes Match. Du und ich. In Talon 4. Und sonst nirgendwo anders. Du bist eines der krassesten Metroids, die ich kenne. Alter, wie viele? Ja, das war so klar. Was, Alter? Wow, holy shit, ich dachte schon. Was geht denn jetzt ab? Nein, Kollege, wow. Ich stand einfach zu nah an ihm ran. Das war nicht gut. Das war ganz und gar nicht gut. Man könnte sagen, er hat so viel Energie wie ich ungefähr. Ja, ich denke schon. Komm, noch ein oder zweimal und dann müsstest du Fritte sein, Kollege. Oh, ich konnte hier nicht springen. Alter, ich war hier gefangen irgendwie. Holy shit, was ist denn los? Ich war da wirklich am Hängen. Alter. Mach das nicht nochmal, Samus. Mach das bloß nicht nochmal. Ja, der flippt jetzt wieder total aus. Jetzt müsste er seine Fähigkeit wieder einsetzen. Los, komm. Ja, er macht es. Ja, ich wusste es. Er wechselt immer. Come on. Ja, Kollege. Ah, ich hasse das, ne? Da ist so ein kleiner Bug. Habt ihr das gesehen? Wenn wir aufladen und wir kommen da rein, dann kann er sich nicht entscheiden. Ja, wir haben nochmal eine Powerbombe gefarmt. Alter, warum können wir nicht mehr so hoch springen? Oder kommt mir das nur so vor? Alter, ich krieg jetzt langsam Bammel, weil wir haben ihn fast besiegt. Und es ist einfach so episch. Ich will es einfach schaffen. Wenn ich den First Try schaffe, Leute, ne? Dann ist der hier locker einfacher als Ridley. Oder ich habe mir Ridley einfach nur zu schwer gemacht. Oder ich habe mich nur blöd angestellt. Ich denke, ja. Aber ich denke, jeder würde, glaube ich, behaupten, dass Ridley ein bisschen krasser ist. Oha, meine letzte Powerbombe. Holy shit, komm, los, mach ihn fertig. Ich sehe gar nicht seine Energie, Leute. Oh, noch einmal. Oh, noch eine Powerbombe. Sogar zwei. Alter, sogar zwei, Leute. Wenn wir das jetzt nicht hinkriegen, weiß ich auch nicht. Der Part wird locker 35 Minuten, Leute. Ich kann es euch versprechen. Ah, er ist so finster. Metroid Prime. Und danach, irgendwann, wird Teil 2 folgen im Hypermodus und dann Teil 3. Und irgendwann Teil 4, aber das liegt noch in den Sternen, wenn Teil 4 überhaupt gut wird, ne? Ich will es einfach nur hoffen. Okay. Mach deinen Move, Mann. Ja, korrekt. Leute, Grande Finale? Kommt Grande Finale oder nicht? Alter, ich sehe nicht. Oh Mann. Da, jetzt. Nein, ja, korrekt. Jetzt oder nie, Leute. Alter, du hast überlebt. Ich wollte schon sagen. Na, kennt ihr das Ding? Das sieht aus wie aus Metroid Fusion, oder? Seid mal ehrlich. Kratereinsturz steht unmittelbar bevor. Sofort evakuieren.
Oso's faith in Samus has been well rewarded. And now, a new star shines in the universe. The bounty hunter, Samus Aran. What future and fate await her? Oh mein Gott! Sie ist eine Frau! Ja, ich weiß, Leute, als wenn das nicht so ein großer Spoiler gewesen ist, seid mal ehrlich. Das ist so episch. Also Retro Studios haben richtig geile Arbeit geleistet, oder? Leute, diese Musik ist die Intro-Musik aus dem GameCube-Teil. Oh, sie ist so geil. Ich weiß nicht, ob wir das wegdrücken können. Ich will erstmal mein Statement zu diesem Spiel halten, ja? Wir haben sowieso jetzt schon 31 Minuten ungefähr. Ich muss sagen, Metroid Prime 1 ist mega geil. Hypermodus hat mir mega viel Spaß gegen Ende gemacht. Einige Gegner waren doch sehr heftig, beziehungsweise doch machbar. Und die letzten eigentlich auch, nur man muss ein bisschen Übung haben und es war wirklich dramatisch. Es ist einfach ein geiles Spiel. Also das Spielkonzept haben sie richtig gut umgesetzt, die Retro Studios. Ich weiß, ich sag das jetzt erst, dabei ist das Spiel schon Jahre draußen. Aber ohne Witz, dieses Spiel, ey, das muss man erstmal nachmachen, so eine Art Neuauflage. Wisst ihr, was ich meine? Und das in dieser 3D-Perspektive, beziehungsweise in dieser Ego-Perspektive, haben sie einfach richtig gut rübergebracht. Ich finde das so mega geil. Der Soundtrack ist ultra, mega, hammer geil. Jedes Mal, wenn man den Soundtrack hört, dann feiert man das sowas von. Man will einfach nur dieses Spiel spielen. Und Leute, es ist einfach von Anfang bis Ende ein richtig geniales Spiel. Kann man jedem nur empfehlen, der irgendwie was mit Metroid zu tun hat. Auch für die 2D-Leute, ja, die wirklich nur von der Seite aus spielen. Wirklich, ihr könnt euch da rantrauen. Ich kann es euch nur wärmstens empfehlen. Teil 2 wird irgendwann mal folgen, auch im Hypermodus, so wie der dritte Teil auch. Auch 100%. Wird natürlich ein bisschen chaotisch und ich glaube nicht, dass ich alles wieder auf einem Knall irgendwie rausbringen werde. Aber ich werde mir Mühe geben, damit die Parts umso in bester Qualität quasi kommen, beziehungsweise unterhaltungswert pur sein werden. Es hat mir mega viel Spaß gemacht, auch wenn dieses Projekt sich wirklich mehrere Monate lang gezogen hat. Aber im Endeffekt bin ich froh, ich habe es jetzt geschafft. Es ist ein richtig geiles Spiel. Und ja, was soll ich noch zum krönenden Abschluss sagen? Ich weiß nicht. Es hat mich Nerven gekostet gegen Ende. Ich muss wirklich gestehen, ich hatte irgendwo auch ein bisschen Angst, dass ich es nicht schaffen werde. Aber ich habe es doch geschafft und ich bin froh, dass ich es mich getraut habe. Direkt im Hypermodus, weil ich im Hypermodus diesen Teil noch nie durchgespielt habe. Ja, ihr habt richtig gehört. Und das dann auch noch 100% und dann auch noch als Let's Play, Leute. Da habe ich mich was rangetraut. Teil 2 wird noch eine Ecke krasser. Viel, viel krasser. Glaubt mir. Und Teil 3... Naja, wir lassen uns überraschen. Wir gucken mal, ob wir wegdrücken können. Ich bin mir nicht sicher. Okay, wir können nicht wegdrücken. Ja. Was kann ich denn noch sagen? Hiernach werde ich erstmal kein neues Projekt anfangen. Heißt, ich werde erstmal Silent Hill 2 weitermachen. Also zu Ende bringen und Pokémon. Und dann mal schauen, was noch alles so passiert. Oh mein Gott. Ja. Missionsverlauf, Spiel gelöst zu 100%, Spielzeit insgesamt 11 Stunden und 9 Minuten. Das geht eigentlich noch, ne? Dafür, dass ich es so lange nicht mehr durchgespielt habe und gleichzeitig im Hypermodus auf 100%. Ja,
das, was ihr jetzt gerade gesehen habt, Leute, das war ein gewisser Charakter, der kommt im zweiten Teil vor. Deswegen wurde uns quasi gespoilert, dass ein zweiter Teil erscheinen wird. Und das seht ihr nur diesen Clip, wenn ihr 100% habt. Und so wird es im zweiten Teil sein und im dritten genauso. Gut, wenn nun gespeichert wird, geht dieser Spielstand von Metroid Prime als durchgespielt. Beim nächsten Laden dieser Datei beginnt das Spiel erneut. Möchtest du speichern? Das ist jetzt eine gute Frage, Leute. Sollen wir speichern? Nachher ist der Part irgendwie nichts geworden. Ich werde erstmal nicht speichern, weil... Ja, wobei... Sollen wir speichern? Wir speichern einfach. Shit happens, Leute. Wir machen es einfach. Wir trauen uns was. So Leute, das hier war Metroid Prime, der allererste Teil aus der Trilogie. Teil 2 und Teil 3 werden noch folgen. Wir gucken mal, da seht ihr 100%. Genau, das waren doch 99% im zweiten Teil. Ich habe echt keinen Plan, wo der 1% ist. Ich muss da echt mal gucken. Alter, den habe ich in 11 Stunden und 6 Minuten geschafft. 3 Minuten eher, aber nicht im Hypermodus. Das werden wir aber auch im Hypermodus beim nächsten Mal spielen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir einen Daumen hoch, Daumen runter, kommentiert, was das Zeug hält. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Also dann, haut rein und schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt Jump'n'Run Time.